Hallo und herzlich willkommen zurück zu Project Unstable. Ich habe mal Eddie und Schnauzer zwangs mit in die Aufnahme reingezogen. Hi. Au. Warum kriege ich jetzt plötzlich Schaden? Hallo? Hallo? Ich bin's nicht. Hallo? Hallo? So, und ich habe jetzt auch mal hier oben meine Schmelzerie rausgefunden, wie ich dieses Schwertchen da baue. Das baut man im Prinzip ganz genauso wie das normale große Schwert. Oh Gott. Haben wir sie Teile geschmissen? Hier. So. Also, man schnappt sich hier das hier. Broadsword. Nimmt man den Fullguard in die Mitte, einen normalen Iron Sword Blade nach oben, ein Toolrod nach unten und schon hat man den Cutlass. Yay! So, also brauche ich einen Moosball, ich brauche Deer, Emerald und Netaquat. Oh, ich muss meine Portale anders platzieren. Dann solltest du das mal tun. Ja, es ist so blöd, weil ich habe die Bücher so gesetzt, dass wenn man jetzt von oben nach unten rausgeht und dann sich nur 1 Zentimeter bewegt, wieder oben landet. Ist immer, ja, nicht so optimal. Sehr effektiv. Ja. So hältst du die Leute in deiner Base. Das ist das könnte man aber echt so machen, dass man dann permanent rumgeportet wird, so bis der Server abkackt. Also es gibt auch einen lustigen Nebeneffekt, was auf Link-Panel-Pages aufkommen kann. Ich habe sogar ein paar davon. Die haben Disarming. Da gehst du durch und lässt sofort alles fallen. Jeder Slot in deinem kompletten Inventar ist leer. Alles liegt auf der anderen Seite vom Portal. Okay. Wenn man jemanden nerven will oder einfach nur sein Zeug haben will, weil es cool ist, gibt man das so ein Portal. So, Emerald oder Diamant? Wie viel hat denn das Ding am Anfang? 400. Brauchen wir erstmal einen Diamant, glaube ich. Diamant hat ja um 500 erhöht. Emerald hat verdoppelt, oder? War das so? Wovon, was, wie, was? Das Smeltery, wenn man dann die Modifier draufpackt. Wenn ich einen Diamant habe, habe ich 500 mehr. Wenn ich einen Emerald draufpacke, habe ich die Verdopplung, oder? Und den Modifier? Ich glaube, es war so, dass du 50% mehr Durability oder irgend sowas, keine Ahnung. Ja, mit dem Emerald. Ja, mit dem Emerald. Genau, und der Diamant gibt einen fixen Wert. Ja. Was ist denn jetzt mein Moosball eigentlich? Moos! Oh, schreiben wir mit Doppel-S. Ohne Moos nix los. Nee, gar nix hier. Kein Mossball? Ist doch schlecht. So ein Scheißkacken! Entschuldigung. Ganz genau so. Wir kommen hier echt Kinder, ich schwör's euch. Was ist denn los? Komm, leid doch mal deinen Klag, genau. Mein MFE will sich nicht mit meinem, mit meiner Capacitor Bank verbinden, mit dem Rednet Power Cable. Ich bekomme da keinen Saft raus aus dem Spacken. Ach, ich habe heute Nachmittag nur Probleme mit dem Strom. Nur. Hast du, der MFSU, genau wie MFE, hat ja nur einen Output. Das war's. Ja, das kleine, viereckige Kübelchen. Okay. Wollte ich nur nochmal auf Nummer sicher gehen. Das steht genau da. Ach, kack. Genau da, wo ich es gebraucht habe. Jetzt habe ich ihn gerade abgebaut. Hoffentlich mit einer Spitzhacke. Nee, darüber bin ich heute schon weg. Das hatten wir aber auch schon. Boah, dann baue ich mir nochmal einen Moosball. Ich hatte aber eigentlich noch welche. Ist doch kacka. Ah, da sind sie doch. Ball of Moss. Jetzt läuft's. Weißt du nur wieder? So. Oder nicht mehr. Okay. So, wenn das ME-System an ist, können wir auch mal ganz geflissentlich den ganzen Scrap durchpumpen. Ein paar Boxen craften. Plüm, plüm. Teil muss ich vergessen. So. Dann haben wir mal die ganzen Modifier drauf. Was habe ich jetzt nochmal für das Upgrade gebraucht, dass ich einen Modifier mehr habe? Ein Goldblock und ein Dia, oder? Das ist der erste. Das ist der erste, ja. Und dann gibt's noch einen Notch-Apfel und einen Deer-Block.
Glaube. Und dann halt noch den Netherstern. Ja, den Netherstern. Wobei mir Schnauze noch immer keinen Netherstern geschenkt hat. Arschloch. Wie gesagt, du kannst ja mal im E-System gehen, du kannst einen Netherstern bestellen und dann musst du halt mal 3 Minuten warten und dann hast du einen Netherstern. 3 Minuten? Wie hast du das gemacht? Zeit. Ich lass einen Widder bauen, also lass den spawnen, lass den töten, sammel das Zeug ein und pack es im E-System. Hashtag Freak! Okay, ja. Und das vollkommen automatisch. Respekt. So, wie viel Quarz kriege ich denn drauf? 72 von 72? Hä? Konnte ich jetzt noch mehr machen? Quarz, 72 von 2... Achso, jetzt geht's auch nicht mehr. Attack 5 Hearts. Hä? Ihr habt doch gesagt, dass das Ding reinhaut wie Sau. Aber der hat 5 Herzen. Und mein anderer hat 10,5 Herzen. Oder muss ich dann nochmal einen Modifier drauf? Nee, aber nicht der Quarz. Aufkloppen, wie bescheuert, oder? Hab ich ja schon. Was hast denn du? Hast du das gleiche Material genommen? Ich habe halt erstmal Eisen genommen. Und die sind beide aus Eisen. Ja, da gibt's ja dann noch 1000 verschiedene. Mein Schwert zum Beispiel besteht aus 3 verschiedenen Sachen. Aus Papier, also der Griff ist aus Papier, dann aus Thaumatic und aus Stahl. Okay. Also Stahl ist neben Manulin das stärkste. Also genau. Wenn du Manulin hast, brauchst du keinen Stahl. Wenn du keinen Manulin hast, ist Stahl sehr viel. Mit Stahl kannst du auch alles abbauen. Hat den gleichen Attack Damage, hat nur nicht die gleiche Durability. Ist halt da ein bisschen schlechter. Das heißt, mit Stahl wäre das Ganze dann ein bisschen besser, wenn ich das machen würde. Ja, durchaus. Ja, wie gesagt, schau aber, dass du verschiedene Sachen draufklopfst und nicht das ganze Ding wieder aus Stahl, sondern wenn du zum Beispiel irgendein Teil, ich glaube, war es der Griff oder war es das Pattern, das weiß ich, also das der komische Schaftschutzdings da. Das, wie heißt das beim Cutlass? Da gibt es so ein Fullguard-Pattern, genau so, Fullguard. Eins von denen musst du aus Papier machen, dann bekommst du einen Modifier mehr, dann kannst du noch mehr Netherquarz draufschmeißen. Ah, okay. Das heißt, ich sollte also diesen Cutlass mit einer Stahlklinge, mit einem Papiergriff und... einem Manulin. Ja gut, das habe ich nicht mit einer Manulin. Manulin. Da könnte ich aber Eisen zum Beispiel nehmen, das habe ich noch tonnenweise oder Gold oder so, weiß ich was. Ja, theoretisch, wenn dir Durability egal ist, kannst du auch nur die Klinge aus Stahl machen und den Rest aus Papier. Ja, aber mit dem einen bekommt man ja nochmal einen Modifier mehr. Mit dem einen Material. Ich habe es auch von Purple geschenkt bekommen. Ja, Saumium. Saumium, genau, Saumium. Habe ich Taumium? Also man kann es auch mit Papier machen. Saumium hat halt den Vorteil, Saumium nimmt keine Durability im Endeffekt weg. Papier geht in der Durability runter. Okay, also wir machen den Griff aus Saumium. Dann brauche ich Papier und ich brauche Stahl. Wie habe ich nochmal den Stahl hergestellt? Wie ging denn das nochmal? Welche Kiste habe ich dafür verwendet? Damit. Den Induction Smelter genommen? Nee. Was war nochmal der einfachste Weg, Stahl herzustellen? Ja, Induction Smelter. Ein Eisen, 2 Kohle. Dust. So. Pulverized Coal, das müsste ja auch gehen. Genau. Geht auch. Und Iron machen wir 7 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, und mein Iron Cutlass ist dann wohl für den Arsch und ich muss dann nochmal ein bisschen farmen gehen, dass ich mehr Nether Quartz bekomme, weil jetzt habe ich nämlich ziemlich viel schon verballert. So, geht es jetzt halbwegs zügig, ich hoffe ja mal. Was? Achso, okay. Ich dachte. Hä? Schnauze ist verwirrt. Ja, ich habe auf den falschen Knopf gedrückt und dann kam Error und ich dachte, was? Nein, sag jetzt nicht, ich muss. Wenn ich dieses Refined Iron in die Smeltery pack, macht der Stahl draus? Refined Iron ist Stahl. Refined Iron ist Stahl. Ja. Sollen sie halt Stahl draufschreiben, wie Penner! Also, das Ore Dictionary sagt, ist. Stahl. Wenn du Ore Dictionary View anhast, steht auch drunter Ingot Steel.
Okay. Aber wie viele Ingots brauche ich für die Klinge? Weißt du das zufällig noch? Jetzt sind wir maximal eine? 8. Ich weiß aber nicht, was für eine Klinge es ist. Eine normale Schwertklinge. Einen, oder? Ach, ich schmelze jetzt mal die 3 ein, die ich jetzt gerade hab. So, da bin ich jetzt mal gespannt, ob das Ding dann wirklich deutlich besser wird als das, was ich jetzt hab. Also haben wir jetzt mal den direkten Vergleich. Ich hab 504 Netherquartz draufgekloppt auf das Cutlass und hab jetzt 30 Attack Damage und 15 Herzen. Also bei den meisten Viechern ein One-Hit. Sauber. Bei den meisten. Aber dieses Taumium kann ich nicht einschmelzen in die Smeltery. Nein, das kannst du ganz normal craften. Das musst du nicht machen. Das kannst du mit diesen Holzplatten zusammenbasteln. Ach so, dass ich den Cutlass damit baue. Scheiße, jetzt habe ich aber den Dingens davon weggeschmissen. Nein. Das Holz geht es auch mit Gold? Was? Was? Ja, diesen Full Guard Cast habe ich jetzt aus Gold. Du brauchst nur den Full Guard Cast, da brauchst du den Full Guard machst du mit Papier. Den craftest du einfach in das in dem komischen Table, wie heißt der wie heißt denn der Table? Part Builder, oder? War das der Partbilder? Ja, genau, ein Partbilder, da schmeißt du Papier rein und da brauchst du aber mehr als ein Papier. Du glaube ich brauchst 3 oder 4 Papier, um den Full Guard zu machen. So, schauen wir mal. Ich habe 35 ran, das geht immer noch nicht. Hä? Dann vielleicht von der Anordnung, dreh's mal um. Auf die eine Seite das Papier und auf die andere das Pattern. Irgendwie so, das hat bei mir auch ein bisschen gepackt. Paper, Full Guard Cast. Ja gut, aber ich habe das Full Guard Cast und nicht das Pattern. Ach so. Weiß ich jetzt nicht, ob... ich hätte noch das Full Guard Pattern, glaube ich, irgendwo rumwuseln. Kann man das kopieren? Weil ich habe das nämlich weggeschmissen, das Holzding. Holzding, glaube ich, kann man nicht kopieren. Aber obwohl, das müsste doch eigentlich mit dem Full Guard Cast auch... Ich versuch's jetzt mal bei mir ganz. Okay, dann machen wir mal weiter. Die Klinge sollte ich jetzt aus dem Refined Iron machen. Warte mal. Molten Steel, perfekt. So. Dann holen wir uns die Sword Blade. Blup. Blup. Und es hat gebraucht. Ja, nur eins. So, und jetzt die nächste Frage ist, wie kriege ich jetzt den Stab, also den Tool Rod aus Taumium? Einfach warte mal kurz. Nee, ich habe den Tool Rod aus Papier gemacht, sowas. Weil bei mir ist der Tool Rod nämlich noch in der Dings drinnen. Praktisch den Tool Rod habe ich aus Papier gemacht und das Full Guard habe ich aus Taumium gemacht. Hey, im Partbilder geht das nicht. Material Toolrod geht sicher. Toolrod hatte ich gerade selbst drin liegen. Okay, warte mal. So nicht. So nicht. So nicht. Hey, WTF, warum geht das nicht? Ja, wie viel Papier hast du drin liegen? 35. Im Partbilder, ne? Ja, genau. Das ist vielleicht unten nochmal. Dass ich 2. Nee. Also oben links den Toolrod. Ach nee, hey, hab ich wieder den Cast drin. Warte mal, ich nehme mal das Holzding dafür. Toolrod. Das müsste der sein, ne? Toolrod Pattern, genau. So, wenn ich den jetzt da nehme. Aber ich hätte. Ach, scheiß doch die Wand an. Man braucht dafür wirklich das Pattern. Ich hab den Fullgun Pattern hätte ich auch noch. Und damit kannst du das auch machen, das Papierzeugs. Aber man braucht wirklich den Pattern dafür, ja? Dreck. Kannst du mir das mal ganz kurz in die Bitchkiste legen, dann mache ich daraus das Taumium-Ding. Also ich habe jetzt den Papier-Griff, die Stahlklinge und mache den Taumium-Guard. Ja. In der Bitchkiste hinter hat doch mal Purple eine ganze Länge rein. Och Gott, ich und meine Ach!
Sicher jetzt dann zum Spielen, aber ich hier gibt's. Ja, wo habe ich jetzt das? Was tust du? Ach, frag mich nicht. Ah, das okay. Frag mich nicht, ich bin heute. Ah. Das bist du also heute, okay. Ah, aber extrem. Ich bin heute so. Ah. Ja, und ich habe jetzt den. Na, full, was brauchst du jetzt? Full Guard Pattern brauchst du, ja? Genau. Und ich habe schon vorher überlegt, ob ich schnell mit aufnehmen soll. So, ist drin. Och, Gott, hier ist ein Creeper. Und kann man dieses Pattern irgendwie kopieren? Ich glaube, das Pattern kann man selbst nicht kopieren. Ich keine Ahnung, versuch's mal mit Holz, aber ich glaube nicht. Also es würde mich wundern. Was wollte ich jetzt? Moos genau. So, wo bin ich nicht? Eins. Nehmen. So, das Full Guard Pattern. Okay, das müsste ich jetzt mit Taumium einfach zusammen vercraften können. Im Part Builder. Irgendwie so, ja. So und so. Genau, cool. Dann kriege ich einen Taumischen raus. Ui, und es gingen 3 Stück drauf. Genau 3 gehabt. Sehr schön. So, dann in der Tools Forge. Paper Guard Klinge. Okay, Steel Cutlass. Hooray! So, dann kommt jetzt mal der Mose drauf. Der Diamant. Und ein Arsch voll Quarz. Und dann gucken wir mal, wie stark das Ding insgesamt wird. Wie viele habe ich dann eigentlich noch? Modifiers Remaining 2. Sau gut. Ja, dann wird's doch langsam, wie ich mir das wünsche. Dann kann ich noch einen Emerald draufhauen und dann habe ich noch ein bisschen mehr. Bin ich schon bei 6 Herzen Schaden. Ei, dass man da nicht irgendwie mehr auf einmal draufziehen kann. Ich hau schon ganze Blöcke drauf, aber trotzdem, das ist echt ekelhaft langsam. So, Modifier Remaining. Es geht, wenn du eine Crafting Station neben den Toolforge hältst, dann dürfte theoretisch in der Mitte halt das Symbol von einer Spitzhacke liegen. Wenn du da dann das Item reintust, kannst du in die 8 Slots außenrum Zeug packen. Ah, jetzt verstehe ich eigentlich, warum das Ding da ist. Das habe ich nämlich zufällig so gebaut. Gut zu wissen. Das müsste, glaube ich, gehen. Mhm, das Zeichen ist auch so, ja. Ich probiere es gleich mal aus. Ich brauche jetzt noch den Emerald. Also ich glaube, normale Modifier zusätzlich musst du in den Tisch machen. Aber was jetzt drum geht, von wegen Hochballern, das dürfte drüben gehen. Im anderen Tisch. Mein Feuerschaden macht aber nicht wirklich Sinn auf dem Schwert, oder? Gegen Enderman ist Feuerschaden immer blöd. Ich habe noch einen Lava Crystal, aber ich glaube nicht, dass ich den da drauf packe. Ich mach's erstmal ohne. Zur Not kann ich hier noch einen Goldblock und einen Diamanten opfern, dann kann ich da immer noch Feuer drauf machen. Oder ich mache auf mein anderes Schwert Feuer drauf. Na, mal sehen. Mal gucken. So, also dann machen wir jetzt mal weiter. Ich packe jetzt erstmal den Emerald drauf, damit ich den Modifier nicht schon verballe. So, dann hier. So, und. So. Ne, so wie funktioniert das nicht. Ah, ich habe ganz einfach zu viel drin gehabt, so viel packt da nicht mehr. So, jetzt hat er 7,5 Herzen Schaden. Okay, aber einen Goldblock und einen Diamanten kann ich mir noch leisten. Dann kann ich noch einen Modifier draufpacken und dann kriegt er nochmal 48 Quarzblöcke drauf und dann sollte er richtig schön reinhauen. Sehr schön, habe ich endlich das Schwert, was ich haben wollte. Weil der, boah, wie heißt das Ding eigentlich? Der Cleaver, genau. Ist schon echt cool, aber einfach zu langsam. Das ist das Problem. Bis der mal geschlagen hat. Das stimmt. Darum habe ich auch das andere Schwert gebaut im Endeffekt. So,
So, einmal das, dann den Diamanten. So. Dann kriegt Eddie auch sein Pattern wieder zurück. Boah, das ärgert mich jetzt, dass ich das Holzpattern weggeschmissen habe. Ah, ich dachte, man braucht das nicht mehr, wenn man es aus Gold gemacht hat, aber Arsch geleckt. Das braucht man ja wohl noch. Ja, ja, da siehst du mal. So, wenn man immer alles zu schnell wegschmeißt, ja, ja. Du musst ein bisschen mehr messy sein in Minecraft. So, dann habe ich jetzt genau einen Modifier mehr. Jawohl, und kann 8 Quarzblöcke auf einmal draufhauen. Das ist zu viel, das ist zu viel, das ist zu viel, das ist zu viel. So, jetzt macht er 9 Herzenschaden. Ein kleines bisschen schwächer als meine andere Waffe. Aber geht da vielleicht noch was drauf? Nee, 9 Herzen voll. Nur? Attack 9 Hearts. Ja. Wundert mich. Gut, wie viel Quarz hast du draufgepackt? Über 500, ne? 504, ja. Ich habe 216 drauf. Ja, und das ist das Maximal, was du draufkloppen kannst? Ne, ich könnte halt noch Dingens machen. Warte mal, 216 war schon alles, ne? Ja. Ich könnte noch einen Modifier mehr draufpacken. Ich habe den einen Modifier für Emerald jetzt noch genommen, damit ich mehr Dingens hab, mehr Haltbarkeit. Ja, dann ist es. Ja, okay. Und einen Ball of Moss hast du auch drauf gemacht, oder was? Genau. Also ich habe auch einiges auf die Haltbarkeit drauf, damit das Ding auch ein wenig hält. Weil der hat gerade mal, steht in die Durability, 2000 Durability. Ich habe nur 1000. Eben, ja. Also meine ist halt ein bisschen lang haltender, macht dafür ein bisschen weniger Schaden, aber das ist auch okay. So, aber jetzt haben wir endlich die Waffe, die ich die ganze Zeit haben wollte. Dann bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.